Hallihallo, heute mal ein kleiner Rundgang hier in Landsberg. Hier steht auch klein Ika. Bus, Alter. Wahrscheinlich nicht mehr fährt. Genau, hier ist so Offroad. Offroad Park. Heute ist Tag der offenen Tür. Und gucken wir uns mal an, was es hier alles so gibt. Demo-Fahrzeuge. Ja, machen wir einen kleinen Rundgang. Gucken mal, was wir hier alles finden. Und ob wir hier irgendwas Interessantes sehen. Was ich schon gesehen habe, hier sind viele Tatra-Fahrzeuge. Also Tatra-Spezialding ist das hier. Haben sie auch. Aber halt viele. Der Tatras, was bei den Tatras krass ist, ne? Dadurch, dass sie hier ganz schön Gewicht gelassen haben, guckt euch mal an, wie die Reifen stehen, ne? Könnte ein bisschen einseitiger Reifenverschleiß werden auf Dauer. Schöner Rotorbus hier, oh. Schön. So, und dann was haben wir hier so? Panzer, irgendwas. Kenne ich mich nicht aus. Krass, Zugmaschine. Dahinter nächsten Tatra. Drüben steht noch ein Tatra. Nummer H1. Nummer. Irgendeine Reste vom Panzer. Hier haben wir ein paar Mopeds. Ist schon mal nicht schlecht. Können wir uns mal angucken. Alte MZ Polizeimotorrad. Das ist natürlich cool, das sieht man nicht so oft. Das daneben ist schon eine BMW. Da sieht man noch den Polizeiaufkleber. Ein bisschen, aber das hier ist eine alte MZ. Polizeiausführung. Wassergekühlter 4-Takt-Diesel-Motor. 12 Zylinder, 800 Ventile. 580 PS, das ist aus dem Panzer. Schöner Panzermotor. Guckt euch mal allein hier die Einspritzpumpe an. Top. So, jetzt gucken wir mal Richtung dem Gelände hier. Da hinten ist quasi das Offroad-Gelände. Hier steht noch ein UAZ. Mal gleich mal abgeben. Wie gesagt, hier ist ein Tatra nach dem anderen. Das ist extremst. So, jetzt gucken wir mal hier hinter zu dem Gelände. Wir haben erstmal einen alten, verlassenen Kamaz. Herrlich. Daneben ein alter Tatra. Ich habe noch nie so viele Tatras gesehen. Vor allen Dingen, der hat doch mal eine schöne Patina, oder? Der steht schon eine Weile. Kipper hier übrigens, extrem selten, ne? Als Kipper, richtiger als Muldenkipper. Der steht hier schon so lange, dass dort Erde ist und schon was drin wächst. Das sind ein paar Jahrzehnte, was der hier schon steht. Eigentlich schade drum, ne? Wie gesagt, so als Kipper mega selten. Ne? So, und jetzt gucken wir, was hier noch rumsteht. Mal dort hin ein paar Panzer. Wackeralten B50. Dort steht ein B50. Wasserfass. Da lebt noch mal zwei Tatras. Ist unglaublich. Und dort in der Ecke steht noch was Besonderes. Ne, gucken wir mal ran. Dort aber eine alte Planierraupe.
nicht so hundertprozentig auskenne. Aber das müsste irgendein Brückenlegepanzer sein. Weil der hat hier so einen Brückenponton oben drauf und den kann er dann irgendwie runterklappen. Hier haben wir noch irgendwo so Landepanzer, nehme ich mal an, irgend sowas. Ja, auf jeden Fall ein Riesenvieh. Riesengroß. Ja, da vorne fährt sogar gerade so ein Brückenlegepanzer. Hier ist dann, wie gesagt, der andere Teil vom Gelände. Der größere Teil. Aber mal interessant, sowas vorne zu sehen. Nie gesehen.
das noch hier so rumsteht. Und dann gucken wir mal, ob die hier noch was drauf fahren lassen. Weil hier hinten haben wir nämlich noch interessante Fahrzeuge stehen. Zwar ein bisschen abseits, aber die alten Icarus-Busse, die mag ich. Ist an die Winde angeschlossen. Ja, schön, okay. Gut, wie gesagt, hier hinten ist ja noch Offroad-Strecke. Mit quasi eine Steilwand. Oder hier der Panzer Steilwand langreizt. Thank you.
So, okay, sind wir einmal rum hier auf dem Platz. Gehen wir mal wieder vor, gucken uns noch die linke Seite an, was dort so steht. Und dann sind wir durch mit dem kleinen Rundgang. Ich muss sagen, schöne, interessante Militärtechnik. Ein, zwei Militär-LKWs stehen. Das müsste hier ein Schützenpanzer oder irgend sowas sein. Flugzeugschlepper. Schade, dass es keine Pomsenschlepper sind, weil eigentlich gehören die Pomsenschlepper hin, ne? Nicht solche neumodischen. Oh, die haben auch viele. Oh, okay. Dann haben wir einige hier. Aber wie gesagt, ich hätte mir lieber einen Pomsenschlepper gewünscht. Wahrscheinlich hier vom Flughafen ausgemustert und dann hierher. So, okay, gut. Also, sind wir fertig mit unserem kleinen Rundgang hier in Landsberg beim Offroad hier. Komm schon, der nächste Tatra. Also dann, so wie dazu, ne? Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hier ist echt stürmisch wie Sau. Also macht's gut. Ciao, ciao.